Miteinander leben, füreinander da sein, lautet das Motto des Wohnheim Theobaldstraße. Hier leben 34 erwachsene Männer und Frauen, teils mit Schwer- und Mehrfachbehinderung, zusammen. Einen Lebensraum schaffen, in dem sich die Bewohner zu Hause und gut aufgehoben fühlen, das ist die Idee und Ziel der Einrichtung. Die behinderten Menschen bewohnen je nach Bedürfnis Einzel- oder Doppelzimmer. Für manche ist der Rückzug im eigenen Zimmer wichtig. Ja, ich bin Alexander, die ist schon gestorben. Meine Schätzchen und Emmy Wisterer. Das ist Harry Potter. Weil ich gucken, Kassel Roter Spatzen, mein Musikfan. Siegfried und Marina. Lady Gaga. Das sind meine Geschwister. Ja. Zum Konzept des Wohnheims zählt auch der Anspruch, dass die Bewohner ihren Alltag so selbstständig wie möglich bestimmen und gestalten. Die Grundlage hierfür ist eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung mit hohen Standards. Lass dir schmecken, hast du verdient. Hast du schon gegessen? Nee. Nachdem die Bewohner tagsüber ganz unterschiedlichen Tätigkeiten in den Lebenshilfewerken oder in der Tagesförderstätte nachgegangen sind, ist das gemeinsame Abendbrot der tägliche Treffpunkt. Abendbrot. Ich wünsche mir so eine Tablette, die auf dem Tisch fängt. Ach so. Vielseitig ausgebildete Betreuer sorgen neben den gesunden Mahlzeiten und der körperlichen Hygiene auch für die soziale Integration, damit sich alle in der Gruppe wohlfühlen. Hier im Wohnheim haben ganz unterschiedliche Menschen ein gemütliches Zuhause gefunden, in dem sie gemeinsam alt werden wollen. Gemeinschaft in der Gruppe ist sehr wichtig. Und jeder soll nach seinen Fähigkeiten auch Verpflichtungen übernehmen. Wir sind beim Abräumen. So.